ich begrüße euch zu Lausitz TV am Donnerstag. Gestern Abend brannte es in einem Laden am Neumarkt in Senftenberg. Die Feuerwehr wurde gegen 22.15 Uhr alarmiert. Der austretende Rauch war schon von Weitem zu sehen. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner der darüberliegenden Wohnung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Nach jetzigem Stand wurden keine Personen verletzt. Auch in Werben war die Feuerwehr im Einsatz. Die Kameraden wurden gegen Mittag alarmiert, um einen brennenden Pkw zu löschen. Die Flammen schlugen aus dem Motorraum des Fahrzeugs und drohten, auf das Haus überzuschlagen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte dies verhindert werden. Schauen wir jetzt nach Cottbus. Hier werden im Park an der Puschkin-Promenade gerade Arbeiten am Gehölz durchgeführt. Das führt bei Anwohnern und Bürgern zu Fragen. Die Stadt hat dazu Stellung genommen. Im Park an der Puschkin-Promenade sieht es nach Kahlschlag aus. Grund dafür sind Arbeiten zur Gehölzpflege. Von der Zimmerstraße bis zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße wurden Sträucher und Bäume beschnitten. Diese landschaftspflegerische Maßnahme war auch dringend notwendig. Gerade zum Schutz auch der Tierwelt, die natürlich da drin lebt, das wissen wir. Wir haben durchaus immer mal wieder die eine oder andere Beschwerde, dass da zu viel gemacht wird. Die einen finden es zu viel, die anderen sagen es zu wenig, zu selten. Wichtig ist, es muss gemacht werden, es ist gemacht worden. Das sieht vielleicht im ersten Moment ein bisschen rabiat aus, aber das wächst ja auch wieder, wie man so schön sagt. Und wir werden im vierten Quartal diesen Jahres bzw. zum Jahreswechsel dann den nächsten Abschnitt in Angriff nehmen zwischen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und dem sogenannten Klosterweg. Und der dritte Abschnitt, der ist dann zum Jahreswechsel 2024/25 vorgesehen. Das ist dann von diesem Klosterweg zur Friedrich-Ebert-Straße. Dort soll also auch durchaus ausgelichtet werden. Denkmalgerecht und an historischen Vorbildern orientiert werden diese Pflegearbeiten dort durchgeführt. Die Arbeiten im Puschkin-Park werden im Auftrag der Stadt von Fachfirmen betreut. Das kommt nicht nur dem Pflanzenbestand der Parkanlage zugute, sondern ermöglicht auch die Schaffung von Sichtachsen. Mehr Licht und bessere Sicht im Park, das kündigte Oberbürgermeister Tobias Schick schon während der ersten Cottbuser Sicherheitskonferenz im Januar an. Sobald die Arbeiten im ersten Abschnitt abgeschlossen sind, wird erstmal pausiert, um Tieren und Pflanzen Raum zu lassen. Ideenfindung soll in Cottbus nicht von einigen wenigen und auch nicht von oben herab geschehen. Junge Menschen unserer Stadt engagieren sich, um sich aktiv einzubringen. Gemeinsam wollen sie ihre Heimatstadt mittels eines Jugendgremiums mitgestalten. Nach dem ersten Treffen im November letzten Jahres sind die jungen Leute nicht untätig geblieben. Das neu entstehende Jugendgremium von Cottbus hat sich ein zweites Mal getroffen. Beim ersten Treffen ging es in großer Runde noch um Grundsatzfragen und darum herauszufinden, wo die Reise für die Cottbuser Jugend hingehen soll. Viele Themen wurden angesprochen und erste Argumente ausgetauscht. Demokratie lebt vom offenen Schlagabtausch verschiedener Parteien und die jungen Menschen zeigen ganz klar, sie sind eine Kraft, mit der in der Stadt zu rechnen ist. Und das bleibt nicht unerkannt. Ich glaube, dass die Stadt sehr gut zuhört und daran interessiert ist. Deshalb wird ja auch dieser Prozess durch die Stadt offensiv mit unterstützt. Der neue Oberbürgermeister hat die Jugendlichen geradezu ermutigt, sozusagen diesen Prozess hier der Meinungsbildung mitzugestalten in der Stadt. Und ich denke auch in den politischen Parteien und Organisationen ist eine Offenheit für die jungen Leute da. Das ist notwendig für den Prozess, der hier zu gestalten ist. Und deshalb ist das im Grunde aller Ehren wert und zu unterstützen. Genug Unterstützung von innen und außen gab es und nun kam es zum zweiten Treffen des Jugendgremiums. Noch ist die Organisation der Jugendlichen im Entstehungsprozess. Vieles muss geklärt und ausgehandelt sein, bevor das Tagesgeschäft begonnen werden kann. Und nicht immer ist man sich einig. Ja, beim letzten Mal haben wir herausgefunden, es gibt ein paar Streitpunkte, die wir haben, wo wir uns noch einigen müssen, die wir noch länger ausdiskutieren mussten. Das machen wir gerade. Wir haben gerade eine stille Diskussion gemacht, haben uns unsere Argumente auf Papier ausgetauscht. Und gleich kommt es zur Abstimmung und dann legen wir was fest und dann können wir weitermachen. Eine kurze Pause gab es noch und dann war es auch schon soweit. Zeit für Abstimmungen. Der Beschluss einer Hauptsatzung ist ein langwieriger Prozess und immer wieder müssen einzelne Punkte ausdiskutiert und abgestimmt werden. Doch so ist das nun mal in der Kommunalpolitik. Geduld und Zeit, aber auch Spaß dürfen hier nicht fehlen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das weiß auch der Profi. Also Tücken in der Kommunalpolitik
Politik sind natürlich die Frage der Ausdauer. Ich brauche einen langen Atem. Politische Prozesse dauern lange. Das sind keine kurzen Projekte, wo ich schnelle Ergebnisse und Erfolge erziele. Die gibt es gelegentlich auch mal, aber es ist nicht die Regel. Das sind oft Prozesse, Planungsprozesse, die lange in die Zukunft reichen, wo man viel auch Varianten mitdenken muss. Und da die Geduld und die Ausdauer nicht zu verlieren, das sehe ich ehrlich gesagt als die größte Hürde, die die jungen Leute hier nehmen müssen. Wenn sie dazu bereit sind, es gibt ja so diesen Spruch von den Marsch durch die Institutionen, der ist ja auch bekannt, also wenn sie dazu bereit sind, sich sozusagen hier mit Ausdauer und Beharrungsvermögen den kommunalpolitischen Themen zu stellen, dann wird das sozusagen Einfluss haben auf das, was hier in Cottbus passiert. Und in einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig. Sie wollen Einfluss nehmen auf die Zukunft von Cottbus. Nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen jungen Menschen und die zukünftigen Generationen. In Sachen Kommunalpolitik für junge Leute hat die Stadt noch einige Lücken. Und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des entstehenden Gremiums haben Lust, diese zu füllen. Ich habe gesehen, dass es an anderen Orten einfach viel besser funktioniert als hier in Cottbus. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir wirklich jetzt uns anstrengen müssen, hinterherzukommen, um endlich mal auf die Karte zu kommen mit allen jungen Gremien in Brandenburg, auf die wir immer noch nicht eingezeichnet sind. Und einfach endlich eine Stimme hier zu haben für auch die Zukunft von Cottbus und der Generation nach uns vielleicht, die hier leben wird, damit diese sich weiter einbringen kann und die Stadt so weiterentwickeln kann, wie sie es wollen. Einiges konnte an diesem Abend im Startblock B2 abgehakt werden. Andere Themen wurden verschoben und neue sind hinzugekommen. Es ist ein langer Weg, den das Jugendgremium noch vor sich hat. Doch der Wunsch nach Mitbestimmung steht fest und auf den Eintrag auf der Karte der Jugendgremium muss die Stadt Cottbus hoffentlich nicht mehr so lange warten. Was macht ihr, wenn der Kopf voll ist? Vielleicht fahrt ihr in den Urlaub? Manchmal hilft aber auch einfach nur die Natur hier vor Ort. Ein langer Spaziergang im Wald, um wieder richtig durchatmen zu können. So ein Kurztrip reicht manchmal schon aus, um die Batterien wieder aufzuladen. Genau auf solche Erlebnisse setzt auch das Käthe-Kollwitz-Haus in der Puschkin-Promenade. Wochenendausflüge ins Grüne helfen Kindern und Jugendlichen, zur Ruhe zu kommen und die Natur besser kennenzulernen. Im Cottbuser Käthe-Kollwitz-Haus haben solche Ausflüge Tradition. Wir haben in unserem Haus in jedem Jahr viele erlebnispädagogische Seminare. Dabei fahren die Kinder in kleinen Gruppen, 5 bis 6 Kinder mit ihren Betreuern an unbekannte Orte, um dort die erworbenen Kenntnisse, die neuen Verhaltensmuster, die sie hier erlernt haben, praktisch auszuprobieren und gleichzeitig auch einen Wissenstransfer zu erleben. Die Kinder können viele neue Dinge kennenlernen, wie zum Beispiel den Verzicht auf Konsum. Denn so ein Ausflug wird nur mit einfachen Mitteln gestaltet. In der Natur wird gemeinschaftlich gekocht, gegessen und gespielt. Das sind Seminare, die wir 5-mal im Jahr durchführen, sodass jedes unserer 26 Mädchen und Jungen im Haus in den Genuss kommen, einmal ein Wochenende bei einem Seminar zu verbringen. Das sind Zeiten, die die Kinder sehr genießen, wo Pädagogen ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Kenntnisse einbringen können und gemeinsam mit den Kindern eine tolle Zeit erleben. Diese Ausflüge kosten aber auch Geld, rund 300 Euro pro Gruppe. Das Budget im Käthe-Kollwitz-Haus ist aber knapp bemessen. Die Seminarreisen sind daher nur durch Spenden möglich. Davon hat auch Raffaela Klim von der Plasmaspende Cottbus gehört. Ihre Einrichtung organisiert jedes Jahr eine Wohltätigkeitsaktion. Dieses Jahr hatte ich mir halt gedacht, machen wir das lokal in Cottbus und habe mich dann halt für das Käthe-Kollwitz-Haus entschieden, weil ich ja hier öfter auch so vorbeilaufe und dann sieht man die Kinder draußen und habe ich mich mit der Frau Bachmann getroffen, die hat mir dann von dem Projekt mit der Erlebnispädagogik berichtet und ich fand das gut und habe mir gedacht, unsere Spender finden das auch gut und würden da gerne vielleicht einen Beitrag dazu leisten. Gesagt, getan. Die Spendenaktion wurde ins Leben gerufen. Die benötigten 300 Euro kamen auch schnell zusammen. Die nächste Aktion kann also kommen. Was das Käthe-Kollwitz-Kinderheim betrifft, wollen wir jetzt erstmal abwarten auf die Fotos, die uns dann Frau Bachmann schickt von den Erlebnissen der Kinder, damit unsere Plasmaspender dann eben auch sehen, wohin das Geld geflossen ist, was sie hier gespendet haben. Und dann denke ich, wird es im Mai und im Juni eine neue Spendenaktion geben. Dazu sind natürlich alle aufgerufen, nicht nur Plasma zu spenden, sondern dann auch Geld für das Kinderheim zu sammeln. Genau. Also bei der Octapharma Plasmaspende kann jeder Spender doppelt Gutes tun. Plasma spenden und mit etwas Geld soziale Projekte fördern.
Einen Termin zur Plasmaspende vereinbaren könnt ihr übrigens unter octapharmaplasma.de. In Cottbus starten die Vorbereitungen für die deutschen Meisterschaften im Bahnradsport. Die finden vom 14. bis 18. Juni statt. Schon jetzt können die Termine der Titelkämpfer auf bahndm2023.de eingesehen werden. Die 333 Meter Piste im Cottbuser Sportzentrum war bereits mehrfach Schauplatz nationaler und internationaler Wettbewerbe. Zuletzt wurde hier im Jahr 2016 um deutsche Meistertitel geradelt. Das war's für heute von uns. Jetzt gleich im Anschluss kommt noch Augenblick mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Liebe Zuschauende, wenn ich als Kind schlecht gelaunt war, wussten meine Großeltern immer den richtigen Spruch, um mich wieder runterzuholen. Heute ist es für mein Umfeld nicht mehr so einfach, mich runterzuholen, wenn ich schlecht drauf bin. Wie gut, dass ich jemanden an meiner Seite weiß, der in jeder Lebenslage den passenden Spruch parat hat. Neulich erst war meine Laune im Keller, denn jemand hatte mich unwissentlich verletzt. Und obwohl ich mir der Unwissenheit meines Gegenübers bewusst war, ebbte meine Wut nicht ab. Also bat ich Gott, mir die sinnlose, schlechte Laune zu nehmen. Kaum hatte ich die Bitte ausgesprochen, spürte ich den Impuls, an einer bestimmten Stelle in meiner Bibel nachzuschlagen. Dort steht: Denn in Christus hat Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien in der Liebe. Das saß. Denn ich konnte nicht aufhören, mein Gegenüber für sein vermeintliches Fehlverhalten zu tadeln und entfachte meine schlechte Laune somit stetig neu. Im Tadeln sind wir gut. Dabei wünschen wir uns doch alle einen gnädigen Umgang mit uns und unseren Fehlern. Könnten wir doch miteinander und vor allem mit uns selbst gnädiger umgehen, dann würden wir den Heilenden, den heiligen Weg einschlagen. Dann könnten wir dem Frieden den Weg in unsere Herzen bahnen und von dort aus würde er hinausströmen in unsere Welt. Richten wir unser Augenmerk anstatt auf unsere Fehler, auf die Gnade, die Gott jedem Einzelnen täglich neu gewährt, dann können wir unsere Welt heiler, heiliger, friedlicher gestalten. Lassen wir es darauf ankommen. Bleiben Sie behütet. Die Gartenmesse Gartenträume ist zum ersten Mal zu Gast in Cottbus. Vom 10. bis 12. Februar verwandeln sich die Hallen der Messe Cottbus in ein inspirierendes Gartenparadies. Pflanzen- und Blumenzwiebeln, Pools, Gartentechnik und Werkzeuge, Floristik, Outdoor-Möbel und Beratung von Gartenprofis. Hier ist wirklich für jeden Gartenfan etwas dabei. Informationen und günstigere Online-Tickets unter gartenträume.com. Projekte zur Demokratieförderung sind eine schöne Sache, nur leider sind die meistens teuer und irgendwo muss das ganze Geld herkommen. Glücklicherweise kommt an der Stelle Demokratie Leben ins Spiel. Als Projektförderer für alles, was sich um Kinder- und Jugendarbeit, ja und eigentlich auch so ziemlich alles, was damit zusammenhängt, dreht. Die Förderung umfasst drei Handlungsfelder. Zum einen die Vielfaltgestaltung, die Extremismusprävention sowie die Demokratieförderung. Im Vordergrund steht das Bilden von Landeszentren für Demokratieförderung, aber auch die Arbeit der lokalen Partnerschaften für Demokratie. Wenn ihr euch fördern lassen wollt, dann solltet ihr vor allem gemeinnützig sein, aber auch die leitenden Prinzipien des Gender Diversity Mainstreamings und der Inklusion mitverfolgen. Und wenn ihr jetzt etwas für Demokratie tun wollt als Verein, dann meldet euch einfach bei der Partnerschaft für Demokratie Cottbus-Spree-Neiße. Die Teilfinanzierung geht bis zu 90% und ihr müsst sie nicht mal zurückzahlen. Also würde ich sagen, lasst uns gemeinsam was für unsere Gesellschaft tun. Energie.
Energiesparen mit Expert. Unsere besten Angebote für unsere Nachbarn. Wie die Waschmaschine von Haier für nur 444 Euro. Maximale Leistung bei minimalem Stromverbrauch dank Invertermotor. Langlebig und effizient. Mein Tipp unter Nachbarn? Wir liefern zu Ihnen nach Hause. Expert mit den besten Empfehlungen. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Piatto, das mediterrane Restaurant am Altmarkt. Eine besondere Atmosphäre, frische und leckere Küche. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten. Piatto, das mediterrane Restaurant am Altmarkt. Hallo, herzlich willkommen auf Schloss Milkersdorf. Also uns besuchen Menschen, die Lust auf einen besonderen Abend haben, die sich einfach mal schick anziehen möchten und eine exklusive Party besuchen wollen. Das sind Menschen, die Lust auf Genuss haben, die eine lebensbejahende, offene Haltung haben, die schön ausgehen möchten, interessante Menschen kennenlernen wollen, denen Geselligkeit wichtig ist, gutes Essen, die tanzen wollen, die flauten wollen. Einfach Menschen, die mit allen Sinnen die bunte Vielfalt des Lebens genießen wollen. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0.